So, hallo und herzlich willkommen, ja, zu einer weiteren Folge von Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Together. Together! Die dritte Folge. Yeah! Am Stück. Ja. Spiel die Liga-Gelegenheitsspiel, immer noch selbe Lobby. Ja, immer noch selbe Lobby. Wenn ihr die Folge davor gesehen habt. Vorherige. Ja, oder wie auch immer, ja, du bist hier das deutsche Genie. Oh, 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 oh. Oh. Flash! Ah, ich muss leider gegen dich spielen. Kann man nichts machen. Ja, machst einfach nichts, weißt du? Trotzdem erstmal den Fabian Zug. Oh. Ah, weißt du, wo ich langlaufe? Hast ihn auf jeden Fall angehittet. Ja, es ist, Mensch! Das kannst du mir nicht erzählen. Immer noch diese schwulen, hässlichen Pixelfehler, ja. Trägt mich gerade so mega auf. Aber jetzt ist es irgendwie höher. Es ist genau da, wo gerade ein geiles Fadenkreuz ist. Da habe ich gerade die Pixelfehler. Und nur wenn ich mich bewege, das ist mega hässlich. Okay, wir haben schon gewonnen. Richtig geil. Ich habe nicht einen Kill gemacht. Dafür erstmal richtig geil Assist gekriegt. Was macht man denn jetzt, Alter? Können Sie sich mal was ordentliches leisten? Machen wir jetzt mal das. Ist zwar jetzt mega noobig, ja, aber kannst du einfach auch nichts machen. Nein! Doch! Fick dich! Nein! Nein! Du musst dich konzentrieren, Alter. Ich gehe im richtigen Moment los, Spray, aber ich glaube, da kommt keiner. Weil ich habe einen gehört. Oder? Ah, hier war doch einer. Sterben. Alter, die Nova, ja. Wir haben das Pass für scheiß Opfer. Oh nein! Wo ist er? Da. Ha! 8-0, der erste aus eurem. Was? Das war auch nur ein Assist, fällt mir gerade mal auf. Jetzt habe ich 2 Assists gekriegt. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Alter, was geht denn gerade ab? Ich hab gerade gedacht, ich hab den Typen weggesprayt, ey. Aber nee. Rain hat der Typ erst mal den Kill richtig hart weggehauen, ey. Das war jetzt ein bisschen scheiße, aber erstmal 9-0 haben, ja. Respekt. Hendrik. Ist halt Hendrik-like, ey. Boah, mich regen diese komischen Fehler auf meinen komischen Monitor richtig auf. Was ein fett weggeheadshottet, du kleines Mistes. Alter, wie viele da waren? Da waren ja mindestens 3. Wallbang! Alter, ich bin fast down, ey. Leck mir mal die Eier. Geflasht. Feuer macht einfach so viel Schaden. Ich bin zwar geflasht, aber erstmal den Wallbang hauen. Das ist die Hauptsache. Was? Wieso denkt denn da keiner? Alter. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu blöd, ja. Andere Waffe. Anderer Weg. Sterbe ich doch bestimmt direkt hier. Okay, sehr gut, wir haben schon die Hostages. Need Support. Oh. Ich fass die Geisel. Ich habe ja noch einen Flashbang. Woher habe ich denn den? Ja, der Vater. Was? Alter, was ging denn gerade mit meinem Aiming ab, ey? Boah, Junge. 0-2-1, das kannst du mir nicht erzählen, ne? Oh, was macht denn Christoph hier? Bist du? Da bist du. Ja, Scoot ist gleich Sex, ja? So sehe ich das auch. Ja, ist doch Hendrik so. 4-1, was hast denn du? Geht denn mit dir ab? Ich hab die Galil ACR. Ja, ich weiß. Nein, AR, nicht ACR, Alter. ACR. Ah ja. Dann machen wir erstmal das jetzt. Erstmal keinen Kill haben, aber erstmal das machen, ja? Und nein, ich sag jetzt. Ja, richtig geil, aber habe ich gehört. Der ist einfach nur wusste, was ich meine, ja. War ich nicht schnell genug? Ah!
Hast du dir gedacht, Junge? Ey? Da warst du auch ein bisschen zu langsam. Nein! Oh, jawohl! Ich hab noch 7 Leben, du kleine Hure, du! Hab ich dich weggesnackt! Boah, da musste ich einfach noch mal gucken, ich musste dich mitnehmen. Nein, das. Das kann nicht sein, warum bist du nicht. Ja, geil. Warum bist du nicht gestorben? Alter, ich hab noch 7 HP gehabt, Alter. Und ich, dachte, ich drück dir mal einen Headshot rein, da war's das. Ach, schön. Ach, schön. Ja, Terrorist Win, Alter. So gehört sich das nicht. Jetzt habe ich wenigstens 3-2-2, ja. Jetzt bin ich wieder ein bisschen neutral. Aber ich habe diese hässlichen Pixelfehler von oben bis unten, beziehungsweise die wechseln immer, aber immer nur in so einer Balkenreihe. Und boah, stell dich doch nicht mit deinem hässlichen Gesicht vor. Ja, das ist schon mal eine richtig geile im Camp mit der Awe, habe ich gehört. Nee, das ist auch scheiße, da lang zu gehen. Alter. Was? Mann! Ich hasse die Shotgun-Kinder! Ah, du hast erstmal ihn gemessert. Boah, das kann nicht wahr sein, ey, dieses hässliche Huren-Shotgun-Kind. Mann, kommt ja um die Ecke, ey. Was? Ja, na was, ich glaub's. Mann, 3-3, was geht denn ab, ey? Ich krieg grad echt nichts geschissen. Und das auch noch, Alter. Das war ja richtig geiler Polyser. Ja, echt, ne? Das ist geil, die auch noch geworfen hat, liegt ja genau vom Fenster, ja. Ja, falls er reingekommen wäre, dann. Ja. Candy Junge von South Park spielt hier mit. Steck ihn weg! Jawohl, Candy! Jawohl! Oh, mach das alle weg, ey! Ich glaube, der würde schaffen, uns zwar jetzt die ganze Zeit da hinten campen. Wird. Du legst bei mir schon wieder, das regt mich gerade ein bisschen auf. One Forest, ja, run! Juhu. Einfach immer nur da hinten campt mit seinen geilen. Dingsens mit seinem Autosniper. Ja, machst halt einfach nichts, weißt du? Ist ein bisschen zu langsam. Nein, Candy, überlebe! Oh, war das knapp hier. Was nehme ich denn jetzt, Alter? Was nehmen wir mal das hier? Mach mal einfach die ganz normale alte Tour. Der Christoph. Ja. Sehe ich dich da bei der alten Tour oder nicht? Weiß es nicht. Oh! Oh, der wird sterben. Der wird sowas. Okay. Was? Mann, wie ich den nicht gesehen haben kann. Was? 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 Das kann nicht sein! Du mieses kleines Camperkind! Ja. Was soll die Scheiße? Ohne Spaß, da campt der an seinem Spawn! Du kleines Fickgesicht! Das kann nicht sein! Ohne Spaß! Nein, dazu sage ich einfach nichts, weißt du was? Nee, das muss ich mir nicht antun, dass du. Nee. Warum, Mann, wieso leftest du denn jetzt, du kleine Hure? Das muss ich mir nicht antun, ey! Das ist doch scheiße! Da hockt der da mit der Arme an eurem Spawn, was soll das? Das muss ich mir einfach nicht geben. Alter, wieder genau weiß, wo der hingeht, ey! Alter, jetzt mal ohne Spaß, habt ihr das gerade gesehen? Nee, jetzt mal ohne Spaß! Selendis, ne? Hack der. Profi ist privat, ey. Ich hab sowieso nicht mehr so viel Zeit, Fabian. Ja, deswegen dann mach ich halt die Folge alleine zu Ende. Ja. Aber deinen geilen Rumgeflame, das kann ich auf jeden Fall. Boah, jetzt hockt ihr da schon wieder mit seiner scheiß Arbeit da. Und wartet darauf, dass ich da wieder hingehe, ja. Der Selendis, ey. Was ein mieser Worthacker. Ich hab dir gerade zugeguckt, weißt du? Der guckt genau immer dahin, wo die Leute von uns sind, weißt du? Zufall. Ja. Richtig hart Zufall ist das. Ey, der Wecker ist ja nicht mal an, ey.
Nein! Warum? Boah, ich bin gerade so mega schlecht, ey. 3-5. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen konzentrieren. Christoph, hörst du jetzt auf oder was machst du jetzt? Ja, ich bleib noch ein bisschen. Wir können ein bisschen tieren. Ja, okay, aber dann musst du die Leute aber unterhalten, weil ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, ein bisschen positiv zu werden, Alter. 3-5. Ist nicht so geil. Wobei, es steht ja auch erst 3-3. Es sind noch Minimum 5 Runden. Okay, so viel dazu. Christoph ist weg. Aber ich kann es leider nicht minimieren, deswegen werdet ihr jetzt erstmal richtig geil den geilen Sound vom Skype-Telefonat. Alter. Boah, wie ich diese hässlichen Shotgun-Hurensöhne einfach nur hasse, ey. Ich hasse sie einfach nur, wie sie hinter ihren Ecken stehen, auf dich warten, weißt du, im Nachladen, die einfach mal so eine geben, ja, und dein Team dann dadurch gewinnt. Moah, aber wenigstens haben wir diese Runde gewonnen. Aber trotzdem. Mach mal den jetzt mal ein P90 hier, richtig geil durch den Gang sprayen. Und ja, ich weiß, dass ihr das Geräusch immer noch hört. Kann ich auch nichts dafür. Aber das mit den Pixelfehlern, das finde ich erstmal richtig, richtig behindert. Finde ich das jetzt mal richtig geil, ja. Also. Okay, das sind unsere Leute gerade gewesen, die richtig geil gelaufen sind. Okay, der war schon mal ein bisschen vor, der ist gestorben. Dann bleiben wir ein bisschen hinten campen. Okay. Okay, jetzt ist das Geräusch weg, ja. Boah, weh, der ruft mich jetzt an, ne? Ich sag's dir. Was hat der für ein Waff P90? AUG. Bisschen auf Entfernung gehen, habe ich gehört. Ah, da sitzt schon wieder einer mit der Autosniper, Alter. Da mache ich gar nichts dagegen. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, wenn ihr hier auf. Wenn ihr so richtig geil, Meiner! Boah, Alter, ich sag's dir, wenn er mich jetzt. Wenn der Typ mir den jetzt abgezogen hätte, ey. Boah, die Pixelfehler reg ich mega mäßig auf, weißt du? Die sind nicht mal auf einer Höhe die ganze Zeit. Die sind so verstreut. Das finde ich voll arschig, finde ich das. Ja, da hat wieder Autosniper am Spawn. Ich hab da gerade Schritte gehört. Ja, es sind Lendes, Junge! Oh, da kommt einer mit der Shotgun. Spring! Alter, was war das denn gerade? Flash! Um ehrlich zu sein. So, ja? Und schon sehr positiv. So schnell geht das einfach nur, ja? Jetzt habe ich nämlich auch mal auf Beweis, weil immer wenn ich mit Christoph spiele, bin ich eigentlich nicht so geil. Ah ne, wir haben ja schon die geilen Geiseln, oder? Ich muss ja erstmal hier richtig geil zum Spawn, ja? Da sind sie schon durch den Gang gerusht. Das habe ich jetzt gerade gehört. Deswegen hoffen wir jetzt mal. Nein! Ich hab ihn gehört, ich hab mich umgedreht und dann war der einfach schneller. Mann, das war jetzt echt viel hin. Oh, ich kann mir genau die Arme holen. Also wenn ich jetzt sterbe, ist das ein bisschen uncool. Weil ich wieder nächste Runde nichts kaufen kann. Aber YOLO, weißt du? Einfach nur YOLO. Jetzt Smoke, wo haut er die hin? Unten hin? Bitte nicht oben, bitte nicht oben, bitte nicht oben. Okay, sehr gut. Da kommt doch schon der Molotow angeflogen. Ist noch ein Wallbang? War keiner. Ja, du machst ja auch nicht mal durch Wallbang nicht mal One-Shot. Wobei, das finde ich eigentlich auch gut. Aber, bisschen nervig, wenn dann einen durch die Wand anhindert, dann kriegst du auch nur einen Assist. Aber Assist kriegt man ab 40 Abzug. Da sitzt wohl einer. Mach mal jetzt mal schneller. Ah, da warst du langsam, du scheiß Schwuchtler. Da lern mal ein bisschen Aim. Jetzt sterbe ich bestimmt gleich. Bam! Und ich glaube, das war sogar noch einer. Aber da traue ich mich jetzt nicht zu gucken, weil der jetzt wirklich bessere Pussy hat, weil ich jetzt direkt um die Ecke schauen muss, ja? Wobei, nein, der ist gerade über hier durchgerusht. Ach, Selendis, warum? Warum? Sag es mir, warum du so ein hässlicher Wallhacker bist, ey?
Bam, wie es wusste. Oh, komm schon, drehst dich um. Du weißt doch ganz genau, wo der sitzt. Okay, doch nicht. Ja, gut, aber vorhin die Aktion war echt komisch. Müsste einfach mal sagen, hat er wirklich immer genau dahin geglotzt. Entweder hat er so ein richtig hartes, pornöses Headset, wo er es immer genau hört, so wie ich jetzt gerade im Moment. Aber ich habe kein so gut pornöses Headset, sondern nur so ein Einsteigermodell, nenne ich das jetzt einfach mal. So, was macht der letzte von uns? Der kennt natürlich. So gehört sich das, weißt du? Bitte snack den weg, bitte snack den weg, Alter. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Hm, das Smoke, was mache ich denn jetzt? Oh, ich gehe einfach mal durch den Smoke, weil ich mir so denke, YOLO. Und tot ist er. Tja, so schnell kann es gehen, Leute. Werte 4-5, ja. Es verlieren wir höchstwahrscheinlich bestimmt wieder. Oh, jetzt holen wir uns mal das. Ja, Autoteam Balance nächste Runde. Wobei, wir sind sogar jetzt mehr als die. Also wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann wäre das echt peinlich, wenn wir zwei mehr sind. Ja, jetzt gehe ich wieder alleine im Markt oder kommen noch ein paar. Ja, stellen sie sich alle hinter mich. Hat der Hockt da bestimmt gleich wieder die komische Schwuchtel, oder? Den wollte ich holen. Den wollte ich holen, Alter. Das war mir dann auch egal. Aber den muss ich holen. Den habe ich auch noch mitgenommen. Ich finde das Headshot-Geräusch ja so schön. Es hört sich immer so. Ah! Oh Mann, da kommt der mit der P90 um die Ecke geloopt, der. Ach, scheiße. Ja, was ich sagen wollte, das schöne Headshot-Geräusch, das finde ich immer so wie als Lob hört sich das immer so an, wenn du das so hörst. Ich guck mal, wie das Silent ist zu. Oh, jetzt kann er sich seine hässliche Arme nicht mehr kaufen. Wie er wieder an der Ecke stand, ey. Wie ich es gewusst hatte, dass er da steht. Deswegen habe ich auch nicht. Deswegen habe ich mich auch nicht vorgetraut. 10-8 habe ich. Der hat 27-6, ja. Läuft. Läuft bei dem, muss ich einfach mal sagen. Was macht denn jetzt unsere Leute? Ja, einer am Spawn mit der geilen Ave. Die anderen gurken auch noch rum. Ja, die holen wenigstens. Weißt du, das sind ordentliche Leute, die ein bisschen die Geisel holen. Nicht so wie unsere Mongos, die wie Terroristen am Spawn rumcampen. Also Landis stand erstmal richtig geil die Wand an. Hatte ich jetzt so gedacht, oh, ich hab den gehört. Ja, was macht er jetzt? Denkt sich jetzt, oh, jetzt weiß ich, wo er ist. Ja. Ja. Genau. Ich lasse es jetzt einfach umkommen. Ich lasse es jetzt. Alter, der hat Nitro. Okay, den Skin finde ich jetzt echt nicht so geil, aber es gibt ja jetzt diesen ganz, wenn ich ehrlich bin, kenne ich mich damit nicht so genau aus, aber man hat jetzt irgendwie die Möglichkeit, oder beziehungsweise gibt es jetzt, gibt ja diese Kisten, da gibt es ja dieses Symbol, wenn das durchdreht, wertvolle Bonus-Items. Die sind gelb. Und da hatte ich habe mal so geguckt, so, weil ich habe mir die meisten Skins, die ich so habe, habe ich mir direkt im Steam Store geholt, weil ich das einfach Quatsch fand. Kisten mit Schlüsseln, das kostet mich dann, beziehungsweise würde mich circa eine Kiste, also das war es zumindest vorher. Also die Kiste habe ich eigentlich immer gewartet. Boah, ich bin fast mega Brain AFK, ne? Nochmal, die Kiste habe ich eigentlich immer gewartet, bis ich die durch Zufall gekriegt habe. Der Schlüssel kostet mich dann aber auch gleich mal 2 Euro, weißt du? Und da denke ich mir dann einfach so, ja, wenn ich dann durch 2 Euro dann einen richtig geilen Skin kriege, der im Steam Store irgendwie 5 Cent kostet und ich dafür 2 Euro hingeblättert habe, so nötig habe ich dann auch nicht, das Geld rauszuwerfen. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, habe ich zum Beispiel den AK-Skin, den ich habe, habe ich auch erspart, kannst du einfach mal so sagen. Also erspart in dem Sinne, dass ich das ganze Zeug, da waren die Kisten noch ein bisschen mehr wert als jetzt, die kosten ja alle nur noch 1 Cent. Gib mir den seine Sniper, bitte. Ja, da sitzt einer mit der richtig geilen, Oh nein! Warum? Oh Mann, da habe ich doch auf der Map gerade das Fragezeichen gesehen, weißt du, und dachte mir so, YOLO. Aber da war er auf einmal schneller als ich. Wie er da immer noch gesessen hatte, dieser hässliche Camper, ja. Ah, wie viele Abschlüsse hatten der eigentlich mit seiner hässlichen? Ja, das finde ich auch noch voll geile Bug. Hier im Third-Person-Ansicht sieht man dieses komische Deathwack-Schild, wenn man dann aber so. Na,
Wenn man mal so schaltet oder beziehungsweise so hier und dann mal so rüber switcht, dann ist da überhaupt gar keins, ja? Das sind all solche Sachen, wo ich einfach so finde. Ja, genau, ich wollte ja was über das Nitro-Dings sagen. Und da gab es da im Steam-Shop irgendwie den Skin hier in Gelb mit so einem komischen Aufkleber, der so klein war, dass ich mir einfach so gedacht habe, wofür geben Leute da wirklich so, ich weiß nicht mehr genau den Preis, aber ich glaube, das waren so im 100er-Bereich. Dann gehst du so viel Geld dafür aus, um einfach diesen geilen Skin zu haben. Also, verstehe ich nicht so ganz. Genauso wie ESL habe ich auch ein paar Turniere geschaut. Ja, NIP, also Ninja in Pyjamas, die können einfach echt einiges, ja. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch mal von denen irgendwas an. Also, Respekt auf jeden Fall, erstmal richtig hart. Okay, das ist schon mal einer. Weil, okay, das sind zwei, zwei. Alter, 20 HP mit einer Huren-Shotgun. Der hat das fette MG, rennt doch mal vor, Alter. Ich hab noch 20 HP und grad mal die P90. Jetzt gehe ich mal hinten lang. Nicht, dass sie wieder von hinten kommen, die kleinen asozialen Kinder. Ja. Und ESL würde ich sagen, wirklich. Ah, hast du dir gedacht, Silendis, Junge? Da war ich aber schneller als du. Ja, dann aber echt wirklich alle so ein wertvolles Messer oder so. Wobei ich davon aber richtig hundertprozentig weiß, dass die das durch Kisten haben. Also wirklich, die haben ja auf ihrem Kanal, zum Beispiel YouTube-Kanal, haben sie heutzutage fast alle, so wie ich zum Beispiel, haben die halt wirklich da Kisten, also Pack-Opening haben sie es genannt, wo da wirklich so 50 Kisten oder so auf einmal geöffnet worden. Und wenn du dann so überlegst, nein! Nein! Oh Mann, da kämpft er hinter dem Scheißteil, ja, es ist. Und wenn du dann wirklich mal so siehst, dass sie da wirklich so 100 Kisten voll erstmal geöffnet haben, wenn das, bis die überhaupt mal so ein Ding, also so ein wertvolles Messer oder so bekommen, was dann aber wirklich mal im Steam-Shop so, wenn du mal so schaust, die Preise so für 100 Euro nicht wirklich zu haben sind. Ja, das haben wir gewonnen. Der Mongo von denen kämpft auch richtig geil. 6-6, das wird ja noch spannend. 29-9, ey, was ein kleines Hurenkind. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Okay, es ist gleich um 4. Ja, also warum ich immer hinten reingucke, genau da, wo ist mein Fadenkreuz, also ihr könnt euch ungefähr merken, da ist der weiße Strich und ungefähr genau da ist die Headshot-Höhe, wenn die stehen oder vorbeilaufen. Das heißt, also, wenn du schnell bist, kannst du den Instant-Kill geben. LOL! Nein! Okay, lol, was ist denn jetzt? Serverprobleme? Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade wieder gedacht, es leckt hier wie so ein Behinderter, Alter. Das hatte ich so oft wirklich, dass, das wäre echt schade, wenn das jetzt abbrechen würde. Das hatte ich aber echt noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine 170 Spielstunden Erfahrung, die ich jetzt habe, ja. Das habe ich gesagt, das halte mich alle für schlecht. Okay, geil, Zeitlimit für die Verbindung mit dem Server wurde überschritten. So viel dazu. Ja, also hatte ich wirklich noch nie meine 170 Spielerfahrung jetzt, mittlerweile schon. Gut, aber dann beende ich die Folge jetzt leider mal mit so einem hässlichen Fail am Ende. Und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß in den paar Folgen jetzt. Es werden auf jeden Fall noch ein paar kommen. Andererseits auch andere Let's Plays. Ja, wie gesagt, viel. Oh, ich bin gerade so mega verwirrt. Also dann schaltet das nächste Mal wieder ein, ja, wenn es wieder heißt Gaze Only Zeit, ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.